möchte Sie herzlich begrüßen hier auf der IWA 2012 auf unserem Minox-Stand. Und meine Aufgabe bei Minox ist der Vertrieb im Jagdfachhandel. Und ich möchte Ihnen eins unserer Highlights vorstellen, die neue DTC 600. Die DTC 600 unterscheidet sich eigentlich durch zwei Merkmale. Die Besonderheit ist der Black Flash, der fürs menschliche und tierische Auge nicht wahrgenommen werden kann. Dieser Effekt wird durch einen Spezialfilter vor den Infrarot-LEDs erreicht, der konsequent alle sichtbaren Wellenlängen herausfiltert. Zweitens hat die Kamera eine Auslöseverzögerung unter einer Sekunde. Sie zeichnet sowohl Bilder als auch Videos auf. Die 8-Megapixel-Kamera hat eine deutsche Menüführung und bei normaler Anwendung hält eine Batterieladung bis zu 6 Monate. Im Lieferumfang ist alles enthalten, was für den sofortigen Start notwendig ist. Das heißt, eine SD-Karte ist dabei, die eigentlich jeder Computer auslesen kann. Wir haben dabei alle Batterien. Wir haben dabei einen Gurt, den ich dann natürlich auch benutzen kann, um das an einem Baum oder wo auch immer ich das Ding gerade befestigen will. Dann haben wir unseren separaten Monitor, den ich wunderbar nutzen kann, um mir einmal die Bilder anzuschauen vor Ort oder eben auch, wenn ich sie aufhänge, dass ich dann kontrollieren kann, hängt sie auch richtig. Es ist genau der Bereich, den ich überwachen will. Das kann man da sofort dran auslesen. Das ganze Gehäuse ist wasserdicht, schlagfest, also ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Die DTC 600 ist ab April im Fachhandel erhältlich zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349 €.